Geht es euch auch manchmal so, dass ihr früh aufwacht und einen lauten Tinnitus im Ohr habt und ihr wisst nicht so richtig, wie ihr damit umgehen könnt? Darum soll es heute mal gehen in dem Video. Einer von euch hat mich nämlich gefragt, ob ich mal dazu berichten kann, wie ich mit solchen Situationen umgegangen bin. Und ich möchte vorneweg kurz noch was sagen. Bei mir war das sehr unterschiedlich. Ich hatte manchmal Tage, da bin ich früh aufgewacht und hatte nur mein Standard-Tinnitus, sage ich jetzt mal, also die üblichen paar Töne, die ich hatte. Manchmal bin ich früh aufgewacht, aber erst sehr, sehr spät in meinem Tinnitus-Loswerdeprozess und hatte überhaupt keinen Tinnitus und habe den vielleicht erst im Laufe des Tages bekommen, aber das war wirklich sehr weit fortgeschritten in meinem Prozess, in dem ich meinen Tinnitus losgeworden bin. Aber ich hatte auch sehr, sehr viele Tage, an denen ich früh aufgewacht bin und hatte mehr Tinnitus und lauteren Tinnitus als sonst üblich in meinem Ohr. Und ich hatte verschiedene Arten, damit umzugehen. Am Anfang war meine Methode verzweifeln. Ja, ich lag quasi im Bett und bin verzweifelt und habe schlechte Laune bekommen und meine Depression wurde schlimmer und ich habe mich fürchterlich gefühlt und der Tag war im Grunde schon so gut wie gelaufen. Das war meine erste Methode, damit umzugehen. Die war jetzt nicht unbedingt so erfolgreich. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich aus dieser Situation raus muss. Das war erstmal so meine erste Methode, um zu versuchen, mich nicht damit schon für den ganzen Tag runterziehen zu lassen. Das heißt, ich habe nach dem Aufwachen so ein typisches Vermeidungsverhalten erstmal ausgelebt, so eine typische Ablenkung und bin, obwohl ich ein Morgenmuffel bin, relativ schnell aufgestanden und habe meinen Tag angefangen, damit ich abgelenkt war. Das hat situativ funktioniert, war aber jetzt langfristig nicht unbedingt sinnvoll. Ja? Aber es hat mir geholfen, in der ersten Zeit erstmal den Tag zu starten und überhaupt irgendwas am Tag zu machen, statt lethargisch im Bett liegen zu bleiben und gar nichts mehr zu tun. Im Laufe der Zeit habe ich dann gelernt, sinnvoller damit umzugehen und nachhaltiger damit umzugehen. Ich habe zum Beispiel, und das hat derjenige in der Frage auch beschrieben, dass er merkt, dass im Laufe der Zeit der Tinnitus, wenn er erstmal ruhig liegen bleibt, nachlässt oder zumindest erstmal wieder also runtergeht auf ein bestimmtes Niveau. Und das habe ich auch so gemacht. Ich finde da auch gar nichts Schlimmes dran oder sowas, weil er das so beschrieben hat wie, naja, ich muss dann erstmal liegen bleiben, bis der Tinnitus irgendwie sich beruhigt hat. Hatte ich auch, habe ich dann einfach gemacht. Ja, ich bin dann einfach liegen geblieben. Ich habe mir meinen Tag so gestaltet, dass ich das einfach tun kann. Ne? Man kann dann, wenn man früh raus muss, wo ich immer kein Freund von bin, das kennt ihr, das habe ich auch schon mal beschrieben, wie ich meinen Tagesablauf damals geändert habe, wie ich dieses Raus müssen früh losgeworden bin. Ich packe euch das Video nochmal in die Infobox und unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr auch mal einen Blick drauf werfen, was das Thema Schlaf betrifft, bei meinem Tinnitus geändert habe. Und eine Sache davon war zum Beispiel auch, dass ich meinen Schlafrhythmus angepasst habe oder die Notwendigkeit, früh aufstehen zu müssen, abgeschafft habe bei mir. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe es auf jeden Fall auch so gemacht, dass wenn ich gemerkt habe, dass dadurch, dass ich liegen bleibe, der Tinnitus erstmal ruhiger wird, dann habe ich das auch so gemacht. Dann bin ich einfach liegen geblieben, bis der Tinnitus ruhiger wurde. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber es hat tatsächlich immer öfter funktioniert. Und ich habe dann auch so ein Gespür dafür bekommen, wie ich das machen kann. Der Grund, warum der Tinnitus für mich erstmal so laut war, war ja meistens, dass ich in der Nacht vegetativ sehr aktiv bin. Also ich träume sehr viel, mein Unterbewusstsein arbeitet sehr viel und verarbeitet auch diesen ganzen Frust und den ganzen Stress, den ich durch den Tinnitus habe. Ja? Und das hat dafür gesorgt, dass der Tinnitus erstmal in der Nacht oder in Traumphasen oder was auch immer, in der Zeit, in der mein Unterbewusstsein aktiv ist, erstmal massiv zunehmen kann. Ja? Weil mein Körper in dem Moment abgeschaltet ist, heißt das ja nicht, dass mein Kopf abgeschaltet ist, sondern mein Kopf arbeitet weiter und er arbeitet nachts auch wesentlich mehr, weil die Energie ja dafür benutzt werden kann. Und das Unterbewusstsein ist dann oftmals so aktiv und unser vegetatives Nervensystem macht keinen Unterschied, ob dieser Stress, den wir empfinden, im wachen Zustand passiert oder im Traumzustand, im Schlafzustand. Es macht erstmal Stress, ja, und macht uns erstmal Sorgen und Angst und Druck und vielleicht träumen wir auch irgendwie vermehrt und spüren das. Und manchmal wachen wir vielleicht auch nachts mit
wahnsinnig lauten Tinnitus auf, deswegen, aber eben auch früh relativ häufig war das bei mir so, dass ich eben dann aufgewacht bin mit massiv lautem Tinnitus und ich habe dann erstmal eine gewisse Zeit nach dem Aufwachen gebraucht, um mich wieder zu beruhigen, um das vegetative Nervensystem erstmal zu beruhigen. Und dafür war es notwendig, dass ich eben erstmal liegen bleibe und erstmal vielleicht eine Atemübung mache oder sowas. Oder einfach nur da liege und mal versuche, durch den Tinnitus durch auf die Umgebungsgeräusche zu hören. Oder einfach auch nochmal die Augen zu schließen vielleicht und nochmal ein bisschen runterzufahren. Oder was auch immer für euch da super funktioniert, um euch generell ein bisschen zu beruhigen. Ja, der eine mag das lieber, der andere mag jenes lieber. Was mir dann später, im späteren Verlauf gut geholfen hat, war es dann einfach auch früh einfach mal nach dem Aufwachen einen Bodyscan zu machen. Also so eine Körperreise. Ja, googelt einfach mal danach, da findet ihr mit Sicherheit ganz viele Anleitungen dazu. Bestimmt auch auf YouTube Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Vielleicht auch angeleitet sogar in YouTube-Videos. Ja, bin ich jetzt, glaube ich, nicht so für geeignet. Deswegen guckt da mal lieber, ob ihr da andere Anleitungen findet dazu. Aber das war eine Sache, die ich zum Beispiel gemacht habe. Oder ich habe dann zum Beispiel später habe ich dann auch meditiert. Da bin ich dann aufgewacht und habe früh noch ein bisschen meditiert und habe auch dadurch gelernt, den Tinnitus runterzufahren. Wie ich das mit Meditation gemacht habe, packe ich euch auch noch mal in die Infobox ein Video. Das kennen vielleicht viele von euch schon. Und ich packe es auch noch mal in die Videobeschreibung. Meditation war dann auch eine Möglichkeit. Wichtig war für mich, dass ich eine Methode hatte, um diesen Tinnitus, der früh vielleicht erstmal lauter war, durch das, was ich vorhin erzählt habe, wieder ein bisschen runterzufahren, mich selbst runterzufahren, die Aufgewühltheit der Nacht abzuschütteln, sage ich jetzt mal. Und es ist tatsächlich so, und das mag vielleicht skurril klingen für den einen oder anderen, für mich war es tatsächlich erstmal so, dass ich mich von der Nacht, von dem Schlaf erholen muss. Und dazu habe ich eben manchmal früh einfach eine halbe Stunde, eine Stunde, manchmal auch 2 Stunden, wenn ich Lust hatte, oder durchaus auch mal 3 oder was weiß ich wie lange, dagelegen und einfach Übungen gemacht und Methoden verwendet, um mich runterzufahren, um die Aufgewühltheit der Nacht wieder runterzuschrauben und loszuwerden. Und das hat mir geholfen, in diesen Situationen dann den Tinnitus runterzukriegen, auch mit dieser Aufgewühltheit zusammen, verschwand er dann. Ihr kennt das, wenn man Tinnitus wahrnimmt, kommt man eigentlich meistens, wenn man Anfänger ist sozusagen und noch nicht viel sowas geübt hat mit diesen Entspannungsmethoden und es vielleicht noch nicht so beherrscht, quasi die eigenen Gefühle in Zaum zu halten und zu sortieren und vielleicht mal von außen zu betrachten, was man ja mit Meditation zum Beispiel lernen kann. Und sich zu entscheiden, was man mit Gefühlen macht, sondern denen noch sehr ausgeliefert ist, dann kann es eben passieren, dass man häufig, das ging mir auch am Anfang so, eher in so eine Spirale nach oben kommt und den nach oben schiebt, also lauter macht den Tinnitus, also eine Abwärtsspirale nach oben sozusagen, ihr wisst, was ich meine. Also, dass die Angst einen beherrscht und dass die Angst den erstmal schlimmer macht und lauter macht. Wenn man das dann besser beherrscht, dann kann man eher dafür sorgen, dass man die Angst reduziert und die Sorgen reduziert und die Gedanken reduziert und runterfahren kann und den Tinnitus dadurch leiser bekommen kann, ja. Das war aber natürlich eine Übungssache. Am Anfang, wie gesagt, war das bei mir auch erstmal, oh, ich höre den Tinnitus, Mist, 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 alles schlecht, wupp, nach oben, lauter, ja. Und später dann, oh, ich höre den Tinnitus, gut, mache ich meine Übungen, betrachte den Tinnitus anders, betrachte meine Emotionen dazu anders und konnte den dann runterfahren, ja. Natürlich ist diese Ablenkungsgeschichte auch eine legitime Sache. Das Problem ist bloß, bei der Ablenkung habe ich situativ was, was ich tun kann, bin aber darauf angewiesen, immer wieder mich abzulenken. Ja, das heißt, ich muss immer wieder, obwohl ich vielleicht noch gar keine Lust dazu habe, musste ich dann einfach irgendwann aufstehen und meinen Tag anfangen. Und vielleicht wollte ich aber einfach noch ein bisschen gemütlich im Bett liegen. Ich bin ja auch so Langschläfer, ja. Und bei der anderen Sache, wenn ich quasi diese anderen Methoden angewandt habe, dann war das auch jedes Mal eine Möglichkeit für mich, diese Methoden zu üben. Und je öfter ich die geübt habe, desto besser konnte ich die, bis ich sie irgendwann so gut konnte, dass ich, oder sie, wie soll ich sagen, dass sie quasi einkonditioniert waren, dass ich diese Dinge schon automatisch gemacht habe. Also ich bin quasi aufgewacht, vielleicht aus einem Traum oder vielleicht aus einer sehr aktiven Nacht im Kopf, ja, wo mein Kopf sehr viel, mein Unterbewusstsein sehr viel gearbeitet hat und Dinge, Probleme gewälzt hat, Sorgen gewälzt hat, Ängste gewälzt und verarbeitet hat. Und der Tinnitus so laut war, dass das irgendwann, wenn ich aufgewacht bin, den Tinnitus wahrgenommen habe,
schon von alleine ging, dass diese Sache, wenn ich das immer wieder geübt habe, dass das schon automatisch eingesetzt hat und diese Mechanismen, die ich mir dabei gebracht habe, diese Gedanken und Emotionen zu betrachten, dass die automatisch gegriffen haben, ohne dass ich das aktiv machen musste. Aber das war ein sehr langer Prozess bis dahin, ja. Aber ich empfand das als nachhaltiger als diese Ablenkung. Die Ablenkung kam auch irgendwann von alleine, ja, dass ich dann einfach schnell aufgestanden bin. Aber mir war es hat sich für mich angenehmer gefühlt und dass ich mehr, ich sage jetzt mal, Kontrolle darüber hatte, indem ich diese andere Methode angewandt habe und versucht habe zu verstehen, was da in mir passiert ist in der Nacht und zu verstehen, was ich tun kann, um das wieder runterzufahren. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass wenn ich diese Ablenkung auf Dauer mache, dass mir das nicht dabei hilft, diese Sachen zu verarbeiten, die da in mir passieren. Ja? Es war wie so ein Aus dem Weg gehen, so eine Art Verdrängen. Und das hat sich immer so angefühlt, als ob das trotzdem noch in mir bleibt und ich dem nur aus dem Weg gehe und sich das ansammelt und es wirklich nicht besser wird dadurch im Laufe der Zeit. Im Gegenteil, dass sich das vielleicht sogar so ansammelt, dass es sich irgendwann so viel anfühlt, dass ich das überhaupt nicht mehr in den Griff bekomme. Ja? Und deswegen fand ich es als Nachhaltiger, diese Entspannungsübung ganz einfach gesagt zu machen oder irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das zu verarbeiten und damit zu arbeiten, statt ihm aus dem Weg zu gehen. Und deswegen war diese andere Methode für mich sinnvoller und nachhaltiger auf lange Zeit. Und ich konnte sie natürlich auch in anderen Lebenssituationen anwenden und, ganz wichtig, auch mal, wenn ich alleine war. Ich bin ja eher ein Einzelgänger, ja, wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Und wenn man sich von Dingen ablenken möchte, dann ist man ganz oft im Leben darauf angewiesen, dass man nicht allein ist, dass man Menschen um sich hat, mit denen man sich ablenken kann. Oder ständig irgendwie, ich war früher zum Beispiel so ein Typ, ich musste ständig irgendwie einen Fernseher laufen haben oder irgendein Video oder irgendein Hörspiel oder irgendwas, Radio, irgendwas laufen haben. Ich war gar nicht in der Lage, mal einfach in Ruhe allein mit mir zu sein, mit meinen Gedanken. Ich bin immer so weggelaufen früher, ja. Und das funktioniert auf Dauer. Oder es kann funktionieren, aber da muss man das bis zum Ende des Lebens durchziehen und ist eben darauf angewiesen, nicht allein zu sein oder ständig irgendwas um sich zu haben. Und das fand ich als sehr anstrengend. Und es war für mich nachhaltiger zu lernen, auch mit mir selbst allein zu sein und es zu schaffen, mich trotzdem runterzufahren und diese Dinge zu verarbeiten, statt ihnen irgendwie durch Ablenkung aus dem Weg zu gehen. Es hatte einfach einen nachhaltigeren Effekt für mich und war wertvoller für mich und mein Leben als diese Ablenkungsgeschichte. Und es ist erstaunlich, wie ich jetzt abschweife und wie man das an so einer Situation zum Beispiel festmachen kann, wie dem Aufwachen früh mit Tinnitus. Ihr könnt ja gern mal unter dem Video berichten, wie es euch geht, ob ihr auch oft mit Tinnitus aufwacht. Vielleicht habt ihr jetzt zum ersten Mal eine Erklärung dafür gehört, zum Beispiel, warum das passiert. Ja, es passiert auch manchmal mitten in der Nacht, dass man mit einem Tinnitus aufwacht. Das ist auch so eine Erklärung dafür zum Beispiel. Ja, diese vegetative Aktivität, Unterbewusstsein arbeitet, der Kopf läuft auf Hochtouren. Manchmal wacht man dann eben mit so einem Dröhnen im Kopf oder was auch immer ihr für einen Ton habt, wieder auf, ja. Und ich habe auch in diesen Situationen, wo ich dann nachts aufgewacht bin, aus Träumen zum Beispiel, oder ich war auch am Anfang nur so in so Halbschlafphasen und bin da oft mit massivem Tinnitus aufgewacht, da hat mir das auch sehr geholfen dann irgendwann, ja, diese Fähigkeit, dann das irgendwann innerhalb von einer gewissen Zeitspanne runterzufahren. Am Anfang hat das länger gedauert, da musste ich manchmal eine halbe Stunde, Stunde oder noch länger da liegen, um den Tinnitus auch nur ein bisschen zu beruhigen, so. Im späteren Verlauf ging das besser. Ich war dann auch mal so weit, dass ich, wenn ich nachts aufwache, zum Beispiel aus einem Albtraum in den Tinnitus hinein aufwache sozusagen und den höre, dass ich es geschafft habe, den innerhalb von 10, 15 Minuten wieder ein bisschen zu beruhigen. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis das funktioniert hat. Ja, manche der Töne konnte ich auch gar nicht auf diese Art und Weise beeinflussen, aber ich konnte, wenn sie mal lauter waren oder zusätzlich aufgetaucht sind, konnte ich es auf das vorhandene, vorherige Niveau zumindest wieder runterfahren. Ja. Was ich sagen wollte, berichtet gerne mal davon, wie ihr, auf was für Erfahrungen ihr gemacht habt, wie euch es dabei geht, ob ihr diese Situation auch kennt und gerne auch, das finde ich immer gut, wie ihr damit umgeht und was euch hilft. Alle anderen können dann vielleicht unter das Video gucken und sehen eure Möglichkeiten, eure Tipps, da wie ihr damit umgeht und fühlen sich vielleicht ein bisschen inspiriert und können das auch ausprobieren. Ja. Ihr wisst, ich bin immer ein großer Freund davon, wenn wir uns alle irgendwie gegenseitig ein bisschen Tipps geben und helfen, mit diesen Situationen umzugehen.
Das waren meine Erfahrungen dazu. Wenn euch das Video was geholfen hat, was gebracht hat, wenn ihr das sinnvoll und wertvoll findet, lasst mir gerne ein super Thanks da auf diesem Thanks-Knopf unter dem Video. Da freue ich mich immer drüber und euer Kommentar wird auch irgendwie vorgehoben mit Farben und Markierungen und solchen Geschichten. Ist eine ganz lustige Funktion. Ansonsten wünsche ich euch angenehme Nächte. Und wünsche euch natürlich, dass ihr mit wenig Tinnitus aufwacht und wenn ihr mit Tinnitus aufwacht, dass ihr für euch eine Methode findet, vielleicht sogar die, die mir geholfen hat, den Tinnitus wieder zu beruhigen in solchen Situationen, auf das Standardniveau runterzufahren. Und vielleicht sogar irgendwann ganz auszublenden, wer weiß. Habt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder was auch immer. Macht's gut.